Ja, und da sind wir wieder mit dem zweiten Teil unserer Fight Night Pettis gegen Dos Anjos 2. Wir sind bei den Pre-Fights. Tom Kong Watson kämpft gegen Andy Tank Mode Ants. Der Engländer Tom Kong Watson, 17 Siege, 8 Niederlagen, ist der Favorit. Ants aus Alaska. Eine 10-4-Bilanz ist in dem Fall der Außenseiter. Wie im ersten Teil ja gesagt, splitte ich diese Fight Night auf mehrere Teile, weil ich glaube einfach, man schaut sich eher einen 10, 12, vielleicht auch 15 Minuten Teil an, wie einen stündlichen Teil oder einen Teil, der eine Stunde dauert. Und somit hoffe ich, dass es ein bisschen zuschauerfreundlich ist. Die zweite Runde läuft. Alaska gegen England. Southampton gegen Fairbanks. Der Engländer ist ja 33 Jahre alt. Der Amerikaner 26 Jahre alt, ist etwas größer. Gewichtsmäßig sind sie genau gleich. Noch 27 Sekunden in der zweiten Runde. Zeit, meine Stimme zu ölen. Und die letzte Runde. Was fein so eine Cola. Weiter geht's. Letzte Runde läuft. 2:55 noch. Tank Mode gegen Kong, tolle Namen. Favorit ist ja der Engländer, habe ich glaube ich schon gesagt. Aber das muss nichts bedeuten, das hatten wir im vorherigen Kampf ja auch, wo dann tatsächlich der Außenseiter gewonnen hat. Da ist es vorbei. Per unanimes Decision, ja, der Favorit hat gewonnen, Tom Kong Watson, sein 18. Sieg, der Tank kassiert seine 5. Niederlage. Der nächste Pre-Fight, die Ukraine gegen die Armee, gegen die Vereinigten Staaten. Wir haben Nikita El Capone Krylov aus Donetsk in der Ukraine. 18 Siege, 4 Niederlagen gegen Patrick, the Beast of the East Walsh. Der hat eine 5-2-Bilanz. Favorit ist der Russe, der Ukrainer. Das sollte er für sich entscheiden, diesen Fight. Ist er 23 Jahre, 22 Fights bereits, das ist sein 23. Währenddessen der Amerikaner erst seinen 8. Fight bestreitet. Ja, und bei diesen Pre-Fights ist es ja wirklich so, man muss sich da behaupten, um eben ins Ranking zu kommen und im Ranking aufzusteigen. Der deutsche Dennis Siver übrigens ist in seiner Gewichtsklasse mittlerweile hier in diesem Safe oder in diesem Let's Play auf Rang 5 gestiegen nach seinem letzten Sieg. Zweite Runde läuft. 4:33 noch. Und da haben wir das Ende. Der El Capone gewinnt. Knockout Punch in der Runde 2. Ein guter Fight. Damit der 19. Sieg für den Ukrainer.
Der nächste Pre-Fight. Josh Cuddly Bear Copeland aus Denver, Colorado gegen Stipe Miocic aus Ohio. Miocic 13 Siege, 2 Niederlagen. Der Mann aus Colorado 9 Siege, 2 Niederlagen. Aber natürlich ist Miocic klarer Favorit. Ist zwar etwas leichter und sogar ein Jahr älter, aber er ist größer. Dadurch dann schon einen Vorteil. Kommt aus dem Wrestling bzw. Boxen, währenddessen Copeland aus dem Brasilien Jiu-Jitsu kommt. Letzte Minute der ersten Runde läuft. Miocic geht vor. Hier scheppert es gerade vor meinem Fenster. Ich wohne mitten am Land, also eigentlich sollte da niemand sein. Egal. Zweite Runde, noch 3 Minuten. Mehr Aktivität von Miocic. Aber Copeland hält gut mit bisher. Ich frage mich immer, was die Leute so lange gemacht haben. Wenn der ist 32 Jahre, hat 11 Fights gemacht. Ist nicht unbedingt die Riesenbilanz. Zweite Runde vorbei. Da wäre jetzt laut unserer inoffiziellen Wertung Copeland sogar vorne. Da haben wir es auch schon. Knockout Punch. Copeland gewinnt. Miocic verliert. Das war's dann auch schon für den Favoriten. 10. Sieg von Cuddly Bear. Der nächste Pre-Fight. Die Mädels sind am Start. Paige VanZant. Oh ja. Hübsche Maus. 25 Jahre alt aus Nevada. 6 Siege, eine Niederlage, kämpft gegen Angela Magana aus New Mexico, 11 Siege, 7 Niederlagen. Und natürlich ist Van Zandt Favorit. Hat ja in Real Life, wenn ich mich recht entsinne, zuletzt einen Titelfight gehabt. Hat aber verloren. Ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen. Ne, kann das sein? Egal. Mir gefällt sie. Fighter technisch natürlich nur. 115 Pfund. 2. Runde. 25 Jahre ist sie ja, Van Zandt. Wenn dessen Magana 32 Jahre alt ist. Im Spiel bei mir ist hier ja immer noch Ronda Rousey, der Champion. Zweite Runde vorbei. Van Zandt wäre hier jetzt vorne gewesen. Und die letzte Runde. Wird es der 7. Sieg? Noch 2 Minuten und 13.
Nach 57 Sekunden, dann haben wir einen Gewinner, hoffe ich. Knockdown! Nein. Es müsste Van Zandt gewonnen haben. Unanimous Decision. Paige Van Zandt gewinnt das 7. Mal. Jetzt haben wir den nächsten Pre-Fight. Wieder die Mädchen. Lisa Ellis aus Washington. 15 Siege, 10 Niederlagen. Kämpft gegen Tecia Tini Tornado Torres aus Fort Lauderdale. Ihre Bilanz 6-0, wobei Alice hier der Favorit ist. Jahre ist Alice, 26 Jahre die Tecia Tini Tornado aus Florida. Vor Lauderdale, da war ich schon mal. Ha, lang ist's her. Erste Runde vorbei. Mir gefällt es ja immer, wenn jemand einen bisher einwandfreien Rekord hat und der ist bei dem Tornado oder bei Tiny Tornado Torres mit 6 Siegen und keiner Niederlage natürlich sehr gut. Bei der anderen Dame Lisa Ellis sieht es da schon anders aus. 15 Siege, 10 Niederlagen. Das ist eigentlich schon eine Bilanz, wo du eigentlich kaum mehr irgendwelche Chancen hast. Runde 2 zu Ende. Hier wäre jetzt Alice unserer Wertung nach vorne gewesen. Takedown-Versuch. Der Tiny Tornado. Nicht so schön wie die Lisa, aber die bessere Kampfbilanz bisher. Noch 2:30. Nächster Takedown-Versuch von Lisa Ellis. Das war's. Da bin ich ja mal gespannt. Wäre jetzt auch Alice vorn gewesen. 30 zu 26, also unanimes Decision. Ja, Lisa Alice gewinnt. Der Tiny Tornado kassiert die erste Niederlage. So, das war's damit jetzt von Teil 2 dieser Veranstaltung. Und der Teil 3 folgt zugleich.